Ich lass mich mal ausnahmsweise okay, starten. Gut, okay. So, ich hoffe, es sind scharf. Ja? Ja. Also ich habe extra alles versucht, richtig einzustellen. Wir sind im Herbst 2012 angelangt, kurz vor dem Weltuntergang. Und vielleicht der richtige Zeitpunkt, um wieder halt was Neues zu machen. Ja. Und wir fangen an mit Dynamic Syndicate, die ich auch nicht wieder so in die Kamera halten muss, weil das totaler Blödsinn ist. Ja, trotzdem. Weil dahinter beispielsweise kann man das mit geschicktem Einblenden und massiver Technik kann man das auch bewerkstelligen. Ja? So, ich muss mich selber disziplinieren, jetzt in die Mitte zu gucken und nicht irgendwie daneben. Aber gut. So, wir haben jetzt Dynamic Syndicate hier. Das ist eine Band aus dem Kölner Umkreis. Ja, ich glaube sogar, die kommt direkt aus Köln. Aus echtem Köln, ja. Soweit, ja, also aus echtem Köln. Aus dem echten Köln. Ob die jetzt kölnisch Wasser nehmen, weiß ich nicht. Ja, also, und die machen einen Sound, der ist, ich sag mal, ja, das ist elektronisch, gitarrisch, Breakbeat-mäßig, ja. So ein bisschen. Ne? Ja. Ist sicherlich, muss ich sicherlich der Konkurrenz stellen, sage ich mal, weil die Musik ist irgendwann in den 90ern entstanden. Man kann jetzt ein paar Namen in den Raum schmeißen. Wir haben auch mal sowas Ähnliches gemacht, also was heißt was Ähnliches, aber das letzte Bionic-Album beispielsweise Meadowland war stilistisch durchaus nicht ganz unähnlich, würde auch ganz gut zusammenpassen eigentlich. Ne? Ja, live würde das sicherlich auch gut variieren. Ja, würde sich wahrscheinlich auch auf der Bühne gut ausbalancieren, so von den Personalien her. Ja. Ja, also eigentlich ein bisschen Dance-Mucke fast schon, auf eine bestimmte Art. Also, meinst du nicht, dass du da jetzt weit gehst, so Dance-Mucke, aber... Es kommt halt darauf an, weißt du, das ist ja, es gibt ja Diskotheken, da läuft sowas permanent. Ja gut, okay, das ist richtig. Also das ist ja keine... Sicherlich kann man dazu tanzen, um Gottes Willen, natürlich Breakbeat regt da so und so zum Tanzen an, ne? Aber faktisch ist es ja auch so, das sind ja zwei Herrschaften, ich weiß jetzt gar nicht, Sascha und... Ja. Ich kann ja mein Booklet nachgucken, wenn dir das gerade nicht geläufig ist, ja? Also es ist ja halt so, ja. Also Dynamic Syndicate, das sind zwei Personen, zum einen der Sascha. Der Alex. Und der Alex. Alex spielt die Gitarre, soweit ich weiß, und Sascha macht so die elektronischen Parts, ne? Und wenn mich nicht alles täuscht, auch ein Gesang. So, und es ist ja auch so, die Band, die hat jetzt... gar nicht lange her, ihr erstes Live-Konzept gespielt, also die gibt es auch noch gar nicht lang, die Formation, und haben in Köln dort dementsprechend losgelegt, und das lief dann wohl auch für den ersten Gig ganz anständig, ja. Willst du auch noch am Gespräch teilnehmen, oder bist du jetzt hier mit Booklet lesen? Ich lass dich einfach mal referieren, warum nicht? Ja. Kann ich es auch mal machen. Ja, also Dynamic Syndicate, ihr Debütalbum hier bei Egozone, ja. Neues ist halt das gute Stück. Neues ist, genau. So, bevor wir euch jetzt wieder voll quatschen, gucken wir uns mal einen Teil an aus einem, wie ich finde, sehr, sehr gut gemachten Video. Ja, ja, also der Reaktor lässt grüßen, würde ich mal sagen. Also wirklich sehr, sehr schön, und da gucken wir jetzt mal rein, und viel Spaß bei Dynamic Syndicate und ihrem noch aktuellen Video. Da sind wir wieder. So, sind wir schon? Ja, wieso? Das ging jetzt zu schnell für ihn, versteht ihr? Ich war gerade. Der war gerade. Ich habe gerade Atem. Entspannungsübungen. Also, Entspannungsübungen sind gerade bei dieser Musik nicht so richtig angesagt. Ja, die treibt ziemlich vorwärts, muss ich sagen.
Was man noch erwähnen sollte, ist halt, Mastering hat übrigens unser guter alter Bekannter Mr. Hilton Elektrofisch Tyson gemacht. Sehr, sehr schön geworden. Ja, und ich bin der Meinung, dass die Band sicherlich noch ein, zwei Alben, ich sag mal, machen kann, die ihren Stil noch ein bisschen mehr, ja, wie soll man sagen, prägen, formen. Mehr prägen. Ja, weil das, was hier, was hier drauf ist, finde ich in Ordnung. Aber ich glaube, die Band kann noch mehr. Ja. Da bin ich ziemlich also, sicher. Also, Noises ist ein guter Anfang, sage ich mal. Ja. Lässt aber natürlich viel, viel Raum auch für eine weitere musikalische Entwicklung der Band zu. Und ich denke mal, da arbeiten die Jungs auch dran. Was vielleicht im Live-Bereich noch zu erwähnen wäre, also sind ja ursprünglich zu zweit, also Alex und Sascha. Und live werden sie von Live-Schlagzeuger unterstützt. Ja. Wie, Live-Schlagzeuger, echt? Ja. Das ist ja irre. Die spielen mit Live-Schlagzeuger. Das ist cool. Hm? Finde ich auch cool. Ja, also cool. Um einfach auch ein bisschen mehr auf der Bühne darzubieten. Also das finde ich so und so interessant, wenn man jetzt sagt, okay, wir sind ein Projekt, besteht aus ein oder zwei Personen, ja, also im Grund, und wenn es dann tatsächlich ans Live-Spielen geht, dass man sich noch Unterstützung holt, um natürlich den Sound aus dem Studio dementsprechend live so authentisch und eins zu eins wie möglich zelebrieren kann. Das kommt live wahrscheinlich, gerade sowas hier kommt live wahrscheinlich noch ein Ticken härter. Das ist ja meistens so, ne, dass bei einem Live-Konzert der Eindruck, allein schon, weil die Soundkulisse eine ganz andere ist, dass es einfach ein bisschen knackiger, ein bisschen härter kommt. Also mit Sicherheit. Also Sabine, unsere Sabine, die Sabine Tonn war ja auch bei dem ersten Konzert da. Also da hat dann auch Akanoid gespielt und sie hat gesagt, hey, das kommt live noch wuchtiger rüber wie auf der Scheibe. Also den Eindruck hatte die Sabine. Ich habe sie bisher noch nicht live gesehen, werde ich mir aber sicherlich demnächst mal reinziehen, wenn sich das ergibt. Vielleicht schaffen wir es zusammen auf so einen Termin. Was guckst du da schon wieder? Ja. Vielleicht als Vorband so irgendwie? So ja, als Freitracks. Drei Tracks irgendwie so. Wir können ja ein paar Songs von uns anpassen. Stehst du so an den Sound irgendwie anpassen? Und einfach so. Das machen wir bei jedem Konzert demnächst von unseren Bands hier irgendwie. Wir spielen bei jedem Konzert drei Songs von uns, die aber alle an den Sound angepasst sind. Okay. Von den Bands, die da spielen. Hört sich interessant an. Eine Voduma-Version von dem Missstück, eine Dynamic Syndicate-Version von Missstück. Wir haben ja nur drei Songs, glaube ich. Ja? Also wenn du die kosmische Fee mit dazu nimmst. Das führt jetzt aber zu weit und geht in einen Bereich, der eher in Area 51 gehört. Was gibt's noch zu sagen? Also, sehr sympathische Jungs im Übrigen, dazu sagen. Soll jetzt nicht von der Musik ablenken, also ist es nicht so, dass wir die Musik total scheiße finden und deswegen irgendwelche Ausflüchte suchen, um irgendwas anderes zu reden. Also, wie gesagt, ich finde die Band hat definitiv Potenzial, irgendwie gerade in diesem doch sehr, ich sag mal, ich meine, die Musik ist, woher kommt die? Anfang der 90er, sage ich mal, etwa. Also die Grundelemente dieser Musik, stilistisch gesehen halt. Ja. Und ich glaube, wenn sie ein bisschen experimentierfreudiger werden und auch ein bisschen, keine Ahnung, Erfahrung sammeln, auch remix-technisch, um sich auch öfter mal remixen lassen, was wir definitiv auch machen werden, glaube ich, das werden wir versuchen irgendwie zu arrangieren, dann ist das etwas, was wirklich nach vorne gehen kann. Ne? Man muss immer den persönlichen Geschmack mit dazu nehmen. Das ist ja logisch. Ganz klar, es ist immer irgendwo, spielt immer irgendwo die subjektive Note dabei. Ja, genau, die Subjektivität. Wenn du jetzt irgendwo was hörst oder was, egal was es ist, ja, Frankensteins letzte Töne oder so, du hast immer irgendwie. Frankensteins letzte Töne. Also du hast immer irgendwo. Ein eigenes Urteil, was da immer mit einschlägt, so objektiv die ganze Sache gestanden. Und du brauchst schon wieder ja nicht so zu gucken, so. So tue ich gar nicht. Ich sehe nur gerade, dass wir noch wenige Sekunden Zeit haben, bevor ich das an deinen Augenzwinkern so sehe und so. Du machst denn dann die Augen immer kleiner, wenn ich rede. Stopp!
Luft anhalten. Ich überlege nur gerade, ob wir weiter aufzeichnen oder nicht, weil ich sehe da hinten irgendeine Zahl, aber ich kann nicht einnotieren, ob die wirklich denn angeblich nimmt er auf. Macht man weiter oder nicht? Doch, wir waren fast zu Ende. Ja. Du wolltest mich anscheißen, weil ich wieder so komisch gucke. Nein, mich anscheißen. Es geht nur darum, wenn ich dann hier auch mal was sagen würde, dass du dann schon sofort gleich beim ersten Dreh... Ich guck doch nur. Ach ja, das aber man kann so gucken und so gucken, ja. So, aber... Ach Mann. Ja. So. Wie, bist du jetzt wieder angepisst? Nee, ich warte, dass du die Sache jetzt zu Ende bringst, also mit dem Album. Immer muss ich alles zu Ende bringen. Ja, ich kann es auch zu Ende bringen. Oh. Soll ich es zu Ende bringen? Halt die Tai. Also, jetzt wollen wir zum Wesentlichen. Kriegen wir das synchron hin irgendwie so? Heititai, zack. Heititai, zack. Moment nochmal, wie machen wir jetzt erst? Heititai, zack. Heititai, zack. Heititai, zack. Heititai, zack. Heititai, zack. Komm, wir machen das jetzt nochmal richtig. Okay. Das 3-4. Ja. Heititai, zack. Heititai, zack. Heititai, zack. Heititai, zack. Der lief außerhalb der Konkurrenz. Wir sind wieder, also wir laufen langsam warm. Ich muss mich in aller Form entschuldigen für die etwas träge, für den etwas trägen Start, aber so langsam kommen wir da so ein bisschen auf die Spur. Ja. Aber wir müssen zurückkommen zu Dynamic Syndicate. Dynamic Syndicate, das alles ewig hier. Neues ist, ja? Das Album hat 10 Songs. Ich glaube. 10? Ich muss tatsächlich auch nachschauen. Bitte nach. 11 sind es. 11 Songs. Entschuldigung. Da sind auch 11 Songs. Ja, genau. Es gibt das Video, was wir angesehen haben, kurz Overkill, ein klasse Clip. Sie haben ihre ersten Live-Konzerte gespielt. Es läuft eigentlich ganz gut. Die Band ist dabei, jetzt loszurocken und das zu tun, was sie wollen, nämlich Musik machen in der Richtung Breakbeat mit Gitarrenunterstützung und viel, viel Elektronik. Ja. So, und am Ende gucken wir uns nochmal einen Ausschnitt an aus dem neuesten Video, würde ich mal sagen. Ja. Irgendwie klingt wie ein Textbaustein, oder? Ja, ich glaube, Anna, das, komm mit dem Baustein. Da hinten ist dann irgendwie, da ist diese Tussi da, die Shield, die Blonde. Die Blonde, weißt du? Die hat so eine Tafel irgendwie. Wie diese Girls, die bei dem Boxring immer rumlaufen. Oh, aber die sind natürlich attraktiv. Genau, die müssten hier auch rumlaufen, das fände ich auch nicht schlecht. Das ist so geil. Ja, so. Ja, und dann müssten die nach jedem so ein bisschen nach jeder Einstellung so, ja, weißt du, so immer Maske machen und so ihr Busen auch ein bisschen so, weißt, damit du ein bisschen gucken kannst und ein bisschen so Kontakt hast und so, ne? Ja, genau. So. Das Video, jetzt bin ich komplett Overkill in der Busenwelt. Hast du aber in dem Video kommt kein Busen vor. Nein, also, aber, wir was? Wie? Was nochmal? Aber es kommt, also, es ist sehr geil gedreht, dieser Clip, finde ich. Ja. Also sehr schön. Wirklich gut. Mein Kompliment an die Jungs, die das gemacht haben. Ja. Und ja, ich würde sagen. Overkill. Zieht euch rein, viel Spaß mit Dynamic Syndicate. Und wenn ihr Bock habt, euch mehr Informationen zu holen, dann macht das im Netz. Ciao. Genau, da gibt es eh genug. Bis dann. Bis dann. Time to kill.
das für ein scheiß Einstieg? Ich fand das jetzt nicht so schlecht. Echt? Es hat ein bisschen gedauert, aber... Oh Gott, ey. Wir müssen uns erst wieder dran gewöhnen, an diese... Das war jetzt eine zähe Wurst, ey. Ohne Schmack. Eine zähe Wurst. Ich muss mal eben kurz pinkeln gehen. Ja, mach das. Geh mal pinkeln, Mensch, Jörg. Pinkeln, das ist so schön. Ist mal kurz pinkeln, der hier. Ist mal kurz pinkeln gehen. Geh mal pinkeln. Heute oder morgen, jetzt. Geh mal pinkeln. Heute und morgen, nein, jetzt. Holla, ia, holla, ho. Holla, holla, ia, habarere. Pinkeln macht uns alle froh. Pinkeln macht uns alle froh. Mit dem Toilettenhebel, mit dem Toilettenknebel. Das ist mein Mikro. Mein Mikrofonständer hält mir mein Mikro. Fum. Fum. Nein! So. Aber ändern kann man das halt nicht mehr. Nee. Trotzdem drücke ich mich da jedes Mal so mal auf. Das ist einfach scheiße. Ja gut, aber wenn sie im Zello sind, Zello oder wie sie da heißen? Wir sind nicht in der Zello. Wie denn? Das kannst du der ERN ja nicht durchgestrichen sein. Herr Müller, wie soll das denn gehen? Mach mich fertig, ja? Ich muss wieder büßen fürs ganze Personal. Und das noch am Allerheiligen Tag. Ja. Es muss für alles einen Sündenbock geben. Und dann fangen wir jetzt aber auch wirklich mal an hier. Ja. So, wie starten wir? Wie sind wir noch auf. Ist da ausreichend. Das ist entklemmt. Manchmal kennst du das Gefühl irgendwie. Weißt du was? Es ist abartig. Kennst du das, wenn du so die Sacklandschaften so einklemmst irgendwie und dann sind da solche ziehenden Schmerzen und du musst dich richten, damit das entspannt? Ja, das natürlich. Ist was ganz Ekliges. Und schön ist, dann, wenn das Richten jemand anders übernimmt. Ja, und wenn du dann aber in einer Situation bist, wie zum Beispiel in der Straßenbahn oder und du ziehst und zupfst und schiebst und rechts und links und... Oh Mann, ey. Okay, haben wir noch genug Luft? Die Luft. Ne, auf den Aufnahmen. Ja. Ich denke schon. So, dann würden wir doch mal. Ja. Soll ich starten? Ich lass mich mal ausnahmsweise starten.